ist die Frage, ja. Ja, genau. Schalten wir Licht ein. Ja, da ist noch. Ja, vielleicht. Vielleicht sieht man das jetzt. Aber wir sind ziemlich auf Battle. Jetzt geht es nach Innsbruck. Eigentlich geht es direkt nicht nach Innsbruck, sondern nach Mutters. Und nach uns nach Innsbruck. Das kennt ihr schon ein paar, glaube ich, im Sommer vom SAC Camp. Ich wollte gerade in die Linzen schauen, weil ich zuerst auf der Autobahn fahre. Ich mache für HCL Hotel so eine Fotostory und so Influencer-Geschichte machen wir da. Und haben nie das beste Wetter. Das heißt, es wird ein bisschen intensiver mit der Arbeit, weil wenn es gutes Wetter ist, ist ein Foto machen auch relativ einfach. Wenn das Wetter nicht so prickelnd ist, naja, jetzt schauen wir, dass wir das Beste rausholen. Wir machen jetzt einen Tag etwas mit den Bikes, das ist morgen an der Munterer OM, da ist also ein Bewerber scheinbar. Und am Sonntag sind wir in der Achsammerli zum, da war ich früher recht oft mit Skifahren und auch mit Abseits fahren hat das früher noch geheißen, jetzt heißt es halt Freeride. Da geht auch einiges, schauen wir so, wie es da noch ist, ob es da was geht, mit Schnee und so. Und untergebracht sind wir im Hotel Seppel, gell? Genau, ja. Oder sind wir recht gespannt auf das? Ja. Und schon große Erwartungen. Ich glaube, das wird uns nicht enttäuschen. Das ist recht ein gutes Hotel, die sind zu uns gekommen über unseren Kanal auf Instagram und die Fotos gesehen. Da haben wir uns da gebucht, zwei Tage. Und ja, jetzt machen wir dann mal das Beste. Das wird dann eine Mischung von allen von den Fotos, also Sport, dann wird es ein bisschen Landscape und so und ein bisschen Lifestyle, genau. Ja. Genau. Was ist jetzt noch drin, sind ungefähr 60 Kilometer. Ja, das ist von Kerkur. Genau, das ist der Weg. Genau. Also, dranbleiben. Zuerst sind wir noch jetzt noch oben mit der Helligkeit. Wir sind gut angekommen und zwar im Hotel Seppel. Wunderschön. Ich sehe es, es ist noch alles total beleuchtet, voll herzlich eingerichtet. Jetzt eigentlich noch drinnen alles. Die Suite, die wir gekriegt haben, da werden wir dann auch noch so Badewannen und Hotelfotos einfach ganz normal machen. Außen noch ein bisschen was mit Ofen, also wird sicher wunderschön. Jetzt später dann für uns geht es mal zum Essen. Da werden wir dann auch noch ein bisschen mitnehmen und genau, weiteres folgt. Das ist jetzt in der Suite. Sie haben da verschiedene Fitness-Suite und ich weiß jetzt die ganzen Namen nicht, aber ein paar verschiedene. Wunderschön. Wir haben das mit einem offenen Badezimmer. Das ist echt traumhaft. Wahnsinn. Und man hat da einen Blick mehr oder weniger auf Innsbruck, auf die Nordkretten, die sieht man da mit der GoPro. Aber das ist echt Wahnsinn. Jetzt kann man in der Badewanne liegen. Und man hat voll den geilen Ausblick. Traumhaft. Und da ist noch ein Balkon. Da ist der Herr de Pauli. Hunger hat der Herr de Pauli. Ja, jetzt geht's zum Essen. Jetzt haben wir noch ein paar Fotos gemacht, genau. Ja. Oder der Herr da. Sind super geworden, ja, vom mit Hotel selber von außen. Hat es mir jetzt bald den ganzen Rohr auch gekaut. Weil sind diese fünf Stände, das sind wirklich so schön. Und ich habe das Hotel jetzt was außen fotografiert, weil die ganze draußen ist die Nordkette, ich war früher am Jugendleich. Und da habe ich gedacht, ja, da gehst du hinten ein Stück auf, aber passt schon, wie da gehängt, wie so ein flacher. Ja, ist noch nicht so Spaß. Genau. Hängt sind sauber. Hängt sind sauber, also auf geht's zum Essen. So, die erste Mahlzeit, also das Salatbuffet, ist eröffnet. Wahnsinn, Getränke haben wir auch schon. Tadellos. Bei dir schaut es auch gut aus. Fotografiert ist auch schon geworden und das wollen wir jetzt schmecken lassen. Der zweite Gang ist bekannter Hühnersalat. So schaut es aus, voilà. Wow. Ich wollte es fotografieren, weil das für Leute ist. Ich werde das anfällen. Ich sehe von meinen Fatbike-Videos, ja. Nur die Donuts gestern. Oder zum Thema Donuts. Ich habe heute 4 Donuts schon wieder verdruckt. Oh, aber Gott. Ich habe es halt leisten können. Ein Babybike vorne noch mit. Was isst du? Ja, ich weiß es nicht. Das ist das Wahnsinn. Oder dass man direkt vor lauter frühen Morgen gleich ins Bett fällt. Ja, ist das krass. Ja. Wir lassen es jetzt schmecken. Lecker. Ja, gut.
Gemüsecremesuppe. Die Bali hat schon. Ist eine Gemüsecremesuppe? Ja, aber genau, mir. Mit Croutons. Entschuldigung, für meine Semi-Creme. Für die falsche Aussprache. Semi-Aufschnitte, oder? Ja, nein. Schaut sehr, sehr lecker aus. Bis jetzt war es der Hammer. Ja. Und? Soccer? Sehr gut? Sehr gut. Super. So, jetzt das Hauptgericht und das ist ja ein Traum. Also, das Auge ist nicht passend, das stimmt wirklich. Es gibt Lachsfilet mit Kürbisnudeln und Zuckerschoten. Ja. Und Omega-3-Fettsäuren. Genau, das ist ja drin. Jetzt ist es mal, wenn es so gut schmeckt. Boah, ja. Sehr gut. Ja, bin gespannt. Was sagst du dazu? Daumen nach oben, wenn du das Essen mega gut findest und geil ausschaut. Ich will das Weißbier austrinken. Und jetzt steht da unten und jetzt noch ein Zettler. Vielleicht nicht lesen können. Nein, das liest man nicht. Das liest man nicht. Aber es steht. Aber ich habe den Kröner gleich gesagt, er soll mal die Luft auszulassen. Nochmal. Ja, das heißt, der kriegt jetzt nichts. Ja. Das ist echt lustig. Voll. Also, da können wir ein paar zusammen. Erdbeerlasagne gekriegt. Erdbeerlasagne, wow. Dessert. Jetzt das Beste kommt zum Schluss. Nein, so kann ich. Wow. Schauen wir mal, wie es schmeckt. Magst du den testen? Teste mal. Das ist Nachspeisbesteck. Kennst du das nicht? Er kennt es nicht aus. Ich habe einen Salat auch noch gegessen. Zwei Salat gegessen. Ja, aber das darf man nicht mit Messer. Das ist man mit Löffel und Gabel. Ist das eine Erziehung oder ist das? Ja. Mhm. Gut. Mhm. Okay. Ja, warte, ich muss es abprobieren. Schönen guten Morgen. Boah, wir sind heute so mir. Also das Bett oder das Zimmer, das ist abnormal fein. Oder das Bier und das noch aufbleibt. Das ja, nein, aber das Bett ist richtig lustig gefallen. Ja, von dem her sind wir heute echt noch total mir. Wir werden jetzt frühstücken gehen. Yeah. Ja, und dann schauen wir mal, wie das ist. Aber es schaut laut Fotos voll gut aus und ja, bin noch gespannt, auf geht's. Ja. Voll coole Wendeltreppen übrigens. Also echt aus Marmorstab. Auswahl ohne Ende. Zimmer Nummer 305, ja. Frühstück. Extrem viel Auswahl. Alles von der Gegend da, also die ganzen Eier, Butter und ja, einfach alles auch. Regionaler. Genau, regionales Essen. Echt total viel für jeden alles dabei. Ja, was muss ich denn schmecken? Kannst du was leicht machen? Weil fürs Fettbiken sollte man ja schauen, dass das Essen zum Bike passt. Daher ein bisschen Rührei und ein paar Speckscheiben. Speckschoten. Ja. Was zu schmecken? Wir werden heute alle fahren, solange bis die Schwarten kochen. Mahlzeit. So. Gut. Geht wir packen zusammen. Muss ich aufpassen, wenn du das falsch reinpack. Gut, steht nichts. Lauter Ski, Bike und Holz. Ja, es ist alles ja mit. Weder 16 ist jetzt nicht das Beste zum Fotografieren. Auch nicht das Schlechteste. Zum Skifahren war es ein bisschen weniger halt mit der Bodensicht. Zum Biken ist das ganz cool. Also da hat ein bisschen ein Kontrast noch. Und wir drehen jetzt einfach zum Mutteralm. Da ist heute so irgendein Bewerb, Schneefräsen oder so. Also da ist zwischen Ski und Bike ist ein Riesenverlauf zum Fahren. Und wir fahren aber diese Bike-Strecke. Da ein bisschen fotografieren, fahren auf diesem Speichersee, machen etwas. Genau. Tschüss von dir noch was? Nein, mein Radl muss ich noch holen. Das muss ich noch holen, stimmt. Genau, das ist noch gestern vom Shooting außen. Und dann können wir eigentlich schon losstarten. Ja, weil es frisch ist. So geht's auf. Recht steil, aber Asphalt und ist perfekt zum Aufräumen. Ja, da oben, ich sehe schon die Bahn, sieht man schon, Mutteralmbahn. Jubel! Super geht's. Jetzt haben wir schon beim Crankwork herum. Ja? Auf geht's. Genau, ja, ich muss mit einer Hand. So. Genau, da ist im Sommer. Das der Bewerb, genau.
weil die einige Kinder und vielleicht schon zugeschaut haben. Mega spannend. Macht echt Spaß. Auf geht's! Hey ho, let's go! Wie in den besten Zeiten. Ah, ich war so knack, weil ich noch, ich weiß nicht, also mein Altwerden ist so, ich habe gestern 2 Weißbier getrunken, gell? Echt nicht mehr. Und heute habe ich knack gewesen. Also jetzt habe ich 4-5 Weißbier getrunken und dann habe ich die Wicked lassen. So, Milch in der Gondlerinnen. Ja, echt cool, wie im Sommer. Es ist richtig warm geworden jetzt, wenn ich aufgedreht. Ja, also, es ist recht steil. Genau. Kurz war recht steil. Genau, wir wollten jetzt zack auf und es war beim Auto nicht so warm und dass wir gleich ein bisschen auf Temperatur kommen. Ja, so schwitzen. Oder auf. Jetzt haben wir auf so ein Notausstieg. Ja. Ui! Wir haben einen Aufguss da drinnen. Total, echt warm. Ja, genau, mega cool. Unsere Fette sind da drin, also Platz ohne Ende in der Gondel. Ja. Bei uns geht es jetzt auf. Und es ist ganz groß, voll lustig, Rodelfahrer. Skifahrer, Skitourengeher und Biker. Ja, genau, und alles total tief. Genau. Außer mit Spikes halt wegen die Scheiben nicht, das ist klar. Die kleinen Schutzzeuge auf oder so. Ja. Und bei uns eh kein Thema, genau. Also echt. Ja, in diesem Sinne, wir werden es anpacken. Ja. Und jetzt geht es zum gleichen Neuen von uns. Ja, wir haben es geschafft, wir sind jetzt herum. Tadellose Sache, super gegangen mit den Bikes. Wie gewohnt im Sommer und jetzt fetzen wir da die Sportrodelbahn auf, die man noch kann, wo die ist. Geil. Ich habe gesagt, gern irgendwo. Wo die Bikestrecke ist, ja, einfach da, wie da unten ist der Sport. War einfach da, okay. Also, die Nähe zu Italien spürt man da wahrscheinlich auch schon. So und ja, packen wir so, oder? Ja. Rechts vorbei, ich fahre jetzt zum Zielhäusl einmal. Starthäusl, auf geht's. Zum Starthäusl, auf geht's. Ja, fahr auf jetzt zum Starthäusl. Zum Starthäusl, gerade runter.
Ja. Aber wir kommen da wirklich nicht nachher, das ist echt schlimm.
Fun-Faktor ist 100% abnormal, 1000%. Das ist also wirklich, weil im Winter nicht nur die ganze Zeit Skitouren gehe oder Freeriden möchte und Biken möchte, wo es aber zu Schnee ist. Bei den Bedingungen, weil es hat heute so ein Neonlicht, also ist es ja so eine Grau-in-Grau-Geschichte beim Skifahren. Und da im Wald mit dem Kontrast, Wahnsinn, und das ist einfach wirklich cool. Auch mit den normalen Bikes, aber wer Fatbikes hat, das ist so Spaß. Vor allem heute ist ein Rennen oben, dieses Schneefräsen, wie ich schon gesagt habe, und da sind halt viel mit den normalen Enduro- und Downhill-Bikes. Das ist ganz cool, aber man merkt halt schon, wo jetzt einige gefahren sind, die schwimmen und wir sind da durch einfach wie ein Panzer. Also fett ist, zahlen sie da wirklich aus. Ja, also volle. Und gar nichts los. Es ist kein einziger Rodelfahrer. Also das haben sie echt gut gelöst da oben. Coole Sache. Und finde ich super, Also echt cool. Und ja, eben, wie gesagt, und so Lisa, beim Aufgetreten schützt man also gleich. Im Winter ist es echt hart, speziell wenn es dann auf und nieder geht. Und da halt mit der Wandel ist halt einfach perfekt, weil man hat so viel Abfahrt. Ja, und es ist einfach spaßig. Geil, also Daumen nach oben für Innsbruck, Mutter Almbahn. Ja. Also echt top gelöst, 100 Wert. Cool. Wir haben einiges geschafft, sind ein paar Abfahrten schon gefahren und fotografiert haben wir 38. Es wird gleich der Akku aus sein vermutlich. Ja, aber das sind wir noch. Da herum beim Speichersee. Sehr nett. Netten Blick auf die Nordketten und haben eine nette Musik. Geht jetzt nicht so und am Mittag gehen wir lassen uns wieder kochen. Im Dunkeln ist gut munkeln. So, unser Fotoshoot geht in die Verlängerung. Also da hinten drin, wo jetzt meine Finger sind, ist die Vicky, die huckt in der Badewanne. Da ist die Kamera.
Wir machen jetzt für das Hotel noch so ein paar Lifestyle-Fotos. Seht das Display vor der Kamera. Und da haben wir jetzt ein bisschen was aufgelegt, so Schuhe und so Zeug. Bam, jetzt seht ihr was. Jetzt ist unter Wiki im Boot drinnen. Splitterfaser nackt, aber mit Schaum bedeckt. Also komplett jugendfrei das Video. Sagst du auch etwas dazu? Ja, jugendfrei. Jugendfrei, genau. Aber was geht's da? Also da haben wir eine Location mit so einer Panorama-Badewanne. Hinten ist die Nordkette. Da im Spiegel wie. Glas. Und wir müssen jetzt da, oder der Auftrag ist halt, dass wir da so ein bisschen so Lifestyle mit Spaß verbinden. Und die Wiki, wenn sie im Boot war, gesetzt. Hab so einen rosa Sekt mit so einem rosa Etikett geholt. Und den Helm und die Schuhe geschmissen und den Rucksack. Und das fotografieren wir jetzt durch. Schaut einfach aus, wie es ist. Ja. Wirklich, ja. Siehst du, dass wir Linsen wechseln und alles. Ja gut, halt's mir die Daumen, dass es wärst. Die Petra wird bei den Videos ein paar Fotos einblenden. Schönen guten Morgen. Morgen. Wir möchten uns jetzt heute wieder, gestern ist uns ja beim E-Bike in der Akku ausgekommen, von dem her... Beim E-Bike? Bei der Kamera ist der Akku ausgekommen, das sagt beim E-Bike. Oh Gott, ja, scheiße. Die Nerven. Nerven? Fail, okay, wurscht. Auf alle Fälle ist uns von der GoPro der Akku ausgegangen, ja. Und wir haben eh total viel gefilmt gehabt, von dem her hat es dann eh passt, aber dann haben wir zuerst wieder lohnen müssen. Genau, dann haben wir noch ewig lang geshootet, da hat der Martin eh noch ein kurzes Video gemacht, das wird es auch noch sehen, die Fotos. Und ja, ich genau. Ich habe geschaut, 10 Mal sind wir gefahren, auch 700 Höhenmeter waren 7000 Dürfenmeter. Das ist so geil. Auch mit dem Fettwerk, das ist echt geil. Das ist echt mir geil. Ist das wirklich da, ja. Es macht so Fun, ja. Es ist eine Abwechslung und es ist so geil einfach. Ne? Ja. Ja. Also, ja. Top, voll. Genau. Jetzt geht es zum Frühstück. Das letzte Mal Frühstück haben. Dann ja. Geht es zum Freeriden. Paulen, schauen wir mal, was wir so finden. Dann auch mitnehmen wir die Petra kriegen. Genau, die werden wahrscheinlich weiter filmen. Und ja, von unserer Seite, da war ich nochmal im Hof oder mehr Hof noch, dass es euch gefallen hat. Das Hotel ist total super, sehr zum Empfehlen für Erwachsene, Kinder, alles drum und dran mit Megabergen, alles zum da. Genau, also echt zum Empfehlen. Essen ist top. Zimmer sind auch top, also alles. Die Leute sind super, super nett. Wir haben mega viel Spaß gehabt. Und voll übriges Gefühl. Ja, ist auch total gefreut. Danke, danke an Hotel Seppel. Und wir hören uns. Ja, bis zum Frühstück. Ja.